Hallöchen, hier ist die Chris aus Nordzypern. Ja, ich bin vor 1,5 Jahren von Hamburg nach Nordzypern ausgewandert. Hamburg könnt ihr euch vorstellen, Nieselregen, alles grau in grau, langer Winter. Da habe ich mir gedacht, da muss irgendwie mehr Sonnenschein her. Und ich bin auch so Naturmensch. Hier lebe ich jetzt, also direkt am Meer mit viel Grün, ganz viel Sonne. Und netterweise habe ich auch noch die Berge im Hintergrund. Also geniale Mischung für Naturliebhaber. Es war aber nicht der einzigste Grund, die schöne Natur, sondern der zweite Grund, und zwar der wichtigste, sind die genialen Immobilien, weil die sind hier auf Nordzypern halt noch bezahlbar. Ich hatte mich erst in Südzypern umgeguckt, da waren die relativ teuer, aber auf Nordzypern kann man sich echt noch so einen Traum hier leisten. Ja, also habe ich hier vor allem mein Trampolin eingepackt und ein paar andere Kleinigkeiten und bin schon mal vorgegangen. Meine Liebste kommt bald hinterher. Ja, ich habe gesagt, Schatz, ich gehe schon mal gucken. Und ich habe mich tatsächlich vor 1,5 Jahren in dieses Penthouse verliebt. Da stand es aber noch nicht. Also hier kauft man Immobilien eher off-plan. Das heißt, ich habe mich in das Baugrundstück verliebt und in die Pläne von dem Penthouse. Ich bin jetzt vor 7 Wochen hier eingezogen und was soll ich sagen, es ist einfach mega geil. Also jeden Tag diesen Ausblick hier zu genießen, das weiß ich schon sehr, sehr, sehr zu schätzen. Also wie gesagt, bei mir ging das mit dem Auswandern schnell. Warum? Weil ich in der digitalen Branche tätig bin. Ich arbeite als Artdirektorin und zwar als Freelancer schon sehr lange und konnte meine Kunden einfach einpacken und mitnehmen. Als Zweitjob bin ich noch Fitnesstrainer und dank Corona habe ich meine Fitnesskurse digitalisiert und konnte auch diese mitnehmen. Die einzige, die ich nicht so schnell mitnehmen konnte, war meine Freundin. Hier ist sie übrigens, weil die noch in der Festanstellung steckt. Aber nicht mehr lange, die kommt jetzt auch in 3 Wochen, dann sind wir wieder vereint. Können wir wieder gemeinsam diesen wunderbaren Ausblick genießen. Ja, und in die Immobilienbranche bin ich tatsächlich total zufällig reingerutscht. Das war nicht geplant. Also eigentlich war ich mit meinen beiden anderen Jobs schon sehr gut ausgelastet. Aber ich mache ja immer das, was mir am meisten Spaß macht. Meine Freundin nennt mich auch gerne mal Pippi Langstrumpf. Und von daher bin ich jetzt bei den Immobilien gelandet. Ich denke, das ist hauptsächlich die eigene Leidenschaft für die Immobilien hier und auch für das Land hier. Also ich spiele meinen Kunden da nichts vor, sondern ich bin selber einfach sehr, sehr, sehr fasziniert von den Immobilien, die es hier gibt. Also solche Geschichten hier, wo ich jetzt auch gerade selbst hier eingezogen bin. Da kann ich einfach nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Und ich habe selbst hier in viele Immobilien investiert. Das heißt, ich sitze auch in gewisser Weise im gleichen Boot mit meinen Kunden. Also ich bin nicht nur Beraterin, sondern ich bin selbst auch Investorin. Und Vertrauen ist einfach sehr, sehr wichtig beim Immobilienkauf. Ob du da jemand an deiner Seite hast, wo du wirklich merkst, die Person meint es ehrlich mit dir und ein Kunde spürt das, ob jemand was vorspielt und einfach nur ein Objekt verkaufen will oder ob jemand seine ehrliche Meinung kundtut. Wenn ich denke, die Immobilie passt nicht zum Kunden, das kriegt er von mir dann genauso oft zu hören wie meine Begeisterung, wenn ich der Meinung bin, es passt. Also diese Ehrlichkeit und dieses Vertrauen sind, glaube ich, zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Ein anderer Punkt ist noch, dass ich ein super Verhältnis zu meinen Bauträgern habe, mit denen ich zusammenarbeite. Also die lassen sich auch von mir beraten. Das heißt, ich habe auch ein bisschen Einfluss auf die künftigen Projekte und ich kann halt auch hier oder da noch so ein paar Besonderheiten rausschlagen, wenn der Kunde extra Wünsche hat. Einfach dadurch, dass ich sehr nah dran bin an den Bauträgern und wir eher so ein freundschaftliches Verhältnis haben. Ich mache zum Beispiel auch bei den Projekten, wo ich sehr viel verkaufe, ich habe ja nur deutschsprachige Kunden, mache ich auch WhatsApp-Gruppen, sodass ich dann die künftigen Nachbarn schon im Vorfeld kennenlerne. Das finden, glaube ich, auch viele gut. Also eine Kundin von mir, die hat das mal zusammengefasst, die hat gesagt, Chris, bei dir bekomme ich eher Freundschaft mit Herz statt Makeln mit Gewinnmaximierung. Vielleicht könnte man es insgesamt so ausdrücken. Wie läuft es jetzt ab, wenn ein Kunde mich entweder im Internet entdeckt oder auch, was sehr viele tun, über Weiterempfehlungen bei mir landen? Die meisten schicke ich erstmal in meinen Live-Call. Also ich mache immer montags einen Livestream, wo ich zum einen Projekte vorstelle, ein bisschen was über Nordzypern und die aktuellen Projekte erzähle und wo die Interessenten vor allem auch Fragen stellen können, einfach um mich ein bisschen näher kennenzulernen. Und wer dann Interesse an der Immobilie hat, den bitte ich, einen Fragebogen auszufüllen. Den gibt es auf meiner Webseite. Und
da frage ich natürlich ab, was sucht der Kunde genau? Also wie groß soll das Ganze sein? Welche Lage? Welches Budget hat er? Will er auswandern? Will er investieren? Will er Ferien machen? Oder ein Mix aus allem? Und wenn ich dann weiß, was der Kunde will, verteile ich diese Anfragen an mein Team. Ich habe Gott sei Dank ein super, super, super geiles Team. Alles Herzensmenschen wie ich. Und die betreuen die meisten meiner Kunden schon mal im Vorfeld. Manchmal mache ich es auch selbst, aber meistens mein Team. Und da gehen die intensiv in den Austausch, gucken eben nochmal, dass wir die passenden Angebote den Kunden schicken. Und wenn jemand im Vorfeld schon intensives Interesse an einer bestimmten Immobilie hat, dann machen wir auch mal einen Zoom-Call mit dem Bauträger. Und dann geht es darum, entweder zu reservieren oder möglichst zeitnah zu kommen. Ja, und dann kommt der Kunde und geht mit mir hier vor Ort auf Tour. Wir gucken uns also die Immobilien an, die für ihn in Frage kommen. Und im besten Fall hat er dann seine Traumimmobilie in der Tasche, wenn er wieder zurückreist. Ja, Herausforderungen gibt es natürlich einige. Fängt schon mal damit an, dass kaum jemand Nordzypern kennt. Und wenn man anfängt zu googeln, dann kriegt man es schnell mal mit der Angst zu tun, weil Nordzypern ist ja nicht anerkannt. Ein nicht anerkannter Staat, also nur von der Türkei anerkannt. Das heißt, uns gibt es hier offiziell gar nicht. Ja, ich finde das immer sehr witzig, aber Spaß beiseite. Das schürt natürlich auch sehr viel Ängste und Skepsis. Kann ich auch total gut verstehen. Ging mir ja vor anderthalb Jahren auch noch so. Da dachte ich, oh, ist nicht EU, ist nicht mal anerkannt. Was ist das überhaupt, Nordzypern? Wenn man aber erstmal hier ist, dann ist relativ schnell klar, dass es ein sehr international geprägtes Land ist, dass hier super freundliche und liebevolle Menschen sind und dass man einfach ein sehr, sehr geiles Leben führen kann und dass vor allem der Immobilienkauf eben auch sehr sicher ist. Also bei uns gehört zum Beispiel immer eine Anwaltsberatung dazu, damit man wirklich diese ganzen rechtlichen Themen einmal geklärt hat und dann eben diese ganzen Vorurteile ad acta legen kann. Eine weitere Herausforderung ist, dass der Markt hier so schnell läuft. Das heißt, die Immobilienpreise, die gehen rasant nach oben. Die Verfügbarkeit geht auf der anderen Seite schnell nach unten, dass die Kunden eigentlich nur Off-Plan kaufen können. Das heißt, das ist quasi vom Papier. Und da brauchst du natürlich ein bisschen Vorstellungskraft. Du kommst jetzt nicht hierher und siehst hier die fertige Immobilie. Das gibt es manchmal. Oder es gibt halt so Beispielobjekte und da hinten ist dann die nächste Bauphase, die ähnlich aussieht. Aber oft ist es auch so, gerade für Investoren, die halt wirklich die richtig geilen Preise mitnehmen wollen, dass sie am Anfang wirklich nur eine Zeichnung auf dem Papier sehen und ein Grundstück. Also da braucht es einfach diese Kreativität im Kopf, um sich darauf einzulassen. Das ist die zweite Challenge. Ja, und eine weitere Challenge ist, dass hier natürlich noch nicht alles fertig ist. Das betrifft jetzt zum einen die Infrastruktur oder auch eben, wenn man auf einer Baustelle einzieht, so wie ich, dann kann sein, dass man mal kein Wasser hat oder kein Strom oder kein Internet und so weiter und so fort. Ja, das sind halt Dinge, ne, die weiß man eigentlich vorher. Manche Menschen regen sich drüber auf und andere sagen, das ist eine Challenge, die kriege ich irgendwie gemeistert. Also mir ist ja ehrlich gesagt nichts so schnell peinlich, aber amüsante Geschichten habe ich natürlich viele. Das fängt schon damit an, dass ich echt ein schlechtes Namensgedächtnis habe. Und wenn dann mehrere Kunden auf einmal da sind, dann kann das schon sein, dass ich mal so ein paar Namen durcheinander mixe. Oder wenn wir auf den Baustellen unterwegs sind, das sind ja dann meistens so Erdböden, quasi wie hier. Ich meine, jetzt war es trocken, aber wenn es dann mal geregnet hat, das kommt im Winter schon mal vor. Da hatte ich jetzt zum Beispiel letzt einen Kunden, der ist dann plötzlich bis zum Knie im Matsch gesteckt, weil der Boden davor so trocken war. Und wenn es dann halt mal regnet, dann nimmt der Boden das Wasser nicht auf und dann ist der Matsch schon ganz schön tief. Also sowas kommt vor. Oder ich war mal mit einer Kundin auf der Baustelle, wir mussten beide dringend Pipi, sind hinter den Busch gegangen und dachten, ach cool, da sieht uns keiner. Fuhr direkt hinter uns der Baggerfahrer plötzlich entlang. Naja, aber wie gesagt, ich finde das nicht peinlich, das ist ja irgendwie auch spannend und macht das Leben auch interessanter. Also anspruchsvoll ist es zum Beispiel, wenn ich unterschiedliche Kunden gemeinsam auf Tour habe und der eine sagt alle zwei Stunden, er braucht jetzt dringend was zu essen, am liebsten mit zweistündigem Restaurantaufenthalt, und der andere will aber in kürzester Zeit möglichst viel sehen. Also das ist dann für mich ein bisschen anstrengend, da so das Gleichgewicht zu halten. Oder wenn irgendwas mit der Orga beim Bauträger nicht klappt, sodass der Bauträger zum Beispiel einfach vergisst, dass wir angemeldet waren und zur Natur kommen. Also sowas ist natürlich dann mal kurz ein bisschen anspruchsvoll, aber es gibt ja immer für alles kreative Lösungen. Und meine liebsten Kunden, ach eigentlich sind alle Kunden meine liebsten Kunden, aber am besten sind natürlich die, die genauso begeistert sind wie ich und ja, mit denen man einfach dann einen klasse Tag hat und sich mit der Begeisterung ansteckt.
Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, jetzt habe ich euch aber lange genug vollgequatscht. Außerdem geht gleich die Sonne unter. Ich kann gar nichts mehr filmen. Wenn ich irgendwas vergessen habe, sagt mir einfach Bescheid. Ansonsten freue ich mich, von euch zu hören. Schick euch sonnige Grüße aus Nordzypern und vielleicht ja bis zum nächsten Video. Tschüss!